und herzlich willkommen zu endlich unserer Haustour. Ich wollte die eigentlich für April abdrehen, aber na gut, wir sind jetzt Mitte August, fast Ende August und ich komme dann endlich mal dazu. Immer wieder, wenn ich zwischendurch mal Lust hatte, war irgendwie meine SD-Karte voll oder mein Akku leer und ich hoffe, die SD-Karte packt es jetzt. Und deshalb mache ich kein langes Intro, wir legen einfach mal los. Ihr wolltet das Mitgelaber, ihr habt damals auf Instagram abgestimmt und ihr wolltet auch im Video das alte Video mit eingeblendet haben. Ich gucke noch, ob ich das irgendwie hier so, da so in der Ecke irgendwie klein verlinke, damit es nicht das ganze Bild einnimmt. Ja, aber das seht ihr dann und wir fangen einfach mal an. Ich fange hier einfach mal, wie bei den vorherigen Videos, auch mit dem Flur an. Hier hat sich, glaube ich, nicht viel verändert. Irgendwann mal muss die Wand hier noch zugemacht werden. Die Tür bleibt drinne. Da probieren wir aber irgendwie noch was damit zu tun, damit unsere Energieklasse besser wird. Aber ja, vorerst schaut das nicht viel anders aus als im letzten Video. Also gelangen wir hier zur Küche. Ich warne euch direkt, die Leute von Instagram wollten das Video ungeräumt. Ich habe jetzt deshalb auch überhaupt nicht geräumt. Das Kabel, das da unten lang läuft, ist für unsere Waschmaschine, weil wir stromtechnisch Waschmaschine und Trockner immer noch nicht gleichzeitig laufen lassen können. Ja, die Küche ist, glaube ich, auch noch von der Seite, quasi wie im letzten Video, sind vielleicht ein paar andere Dekoartikel oder Küchengeräte dazugekommen. Aber ansonsten, ja. Hier am Tisch könnt ihr sehen, da liegen meine ganzen Bücher und alles Papierkram. Da liegt noch Büro, Papierkram. So ist es halt, wenn man immer noch kein Büro hat und provisorisch alles irgendwo anders machen muss. Ich habe zurzeit auch sehr viel im Zimmer liegen, das werdet ihr dann auch noch sehen. Ich glaube, der Kühlschrank hat sich seit letztem Jahr geändert. Aber das ist immer noch nicht der richtige. Hier mit dem leider immer noch unfertigen Hintergrund ist es so, ich habe das in einigen Videos schon erwähnt, aber ich glaube so, die Haustour ist irgendwie was, was mehr Leute sich angucken. Von daher erzähle ich euch das einfach nochmal. Wir können hier nicht fertig machen, bis diese Tür da zugemauert ist, weil nämlich später, ich nehme euch mit rum, die Öffnung hier zum Esszimmer offen sein wird und wir werden dann immer zu der Tür reinkommen, somit kann die Tür dann zugemauert werden, weil wer braucht zwei Türen in einem Raum, also die jedenfalls zum gleichen Raum hinführen. Aber wenn ihr jetzt das Esszimmer sehen werdet, dann wisst ihr, weshalb wir hier noch nicht aufhaben und weshalb da immer noch nicht zugemauert ist. Ich nehme euch einfach mal mit. So. Hier sind wir im Esszimmer oder das, was mal ein Esszimmer werden soll. Und wie man sieht, kann man hier eindeutig noch nicht essen. Ja, das ist so leider immer noch der momentane Zustand. Und da ist dann nämlich diese Öffnung, die zur Küche hinführt und später wird man dann nur noch von der Tür reinkommen. Hier kommt irgendwann mal eine Schiebetür hin, das bleibt nicht die Tür, damit wir hier genügend Platz für einen großen Tisch haben. Ja, hier sind auch wieder Holzbalken, wie man sehr schön sieht. Die haben wir größtenteils schon wieder verputzt. Also zwischen den Steinen, die werden sichtbar bleiben. Und hier ist Maris gerade fleißig am Zumauern. Aber das wird wohl auch noch alles später ein bisschen anders ausschauen. Im nächsten Raum auch nicht erschrecken.
Wir gehen nämlich jetzt ins Esszimmer. Und hier ist es auch momentan etwas chaotisch. Hier haben wir noch eine große Tiefkühltruhe, einen Vorratsschrank, jede Menge Kram, ein bisschen Wein, gelber Sack und ja, der Raum müsste im letzten, ich glaube, der war im letzten Video noch nicht fertig. Die Lampe habe ich mit Marius selbst gemacht. Und da ist auch wieder so ein bisschen Mauerwerk sichtbar. Ein bisschen Deko da oben drauf. Und hier ist so ein Elektroschacht. Damit kenne ich mich aber gar nicht aus. Und da fehlen immer noch so zwei Latten an der Decke. Aber gut. Da soll irgendwann noch ein Fenster rein. Momentan ist da nur so ein Netz davor. Was im Winter recht praktisch ist, weil dann ist es immer ziemlich kalt hier drin und dann hält das ganze Essen hier auch schön kalt und frisch, weil meistens lagern wir dann unsere HelloFresh-Tüten auch hier. Im Sommer geht es jetzt nicht so gut. Es ist immer noch kühl hier drin, aber halt nicht wie im Winter. Hier natürlich dann eine wärmedämmende Tür. Eine wärmedämmende Tür? Jedenfalls eine, die vor der Kälte schützt. So, ja. Wie gesagt, hier noch sehr viel zu tun, leider immer noch. Ich sag immer sehr viel zu tun. Also quasi muss hier nur noch ein Estrich rein, Boden verlegt werden, Wände zu, angestrichen, Holz an der Decke gestrichen und dann ist es bis auf die Schiebetür fast fertig. Aber ja, das klingt immer nach wenig und ist trotzdem viel. So, aber zum nächsten Raum. Quasi als Abstellkammer genutzt. Und soll irgendwann mal ein Wohnzimmer werden. Der Raum hat sich auch nicht stark verbessert. Der Kamin ist wieder so, dass man ihn benutzen kann. Ansonsten ist es hier eher so ein Möbellager geworden. Die Couch hatten wir hier reingestellt, um im Winter wenigstens so ein bisschen ein Wohnzimmer zu haben. Jetzt im Sommer haben wir das gar nicht genutzt. Ja, meine Puffs aus Marokko. Auch hier wieder viele Blumen auf unserer Fensterbank. Hier kann man auch sagen, hier wird irgendwann ein Durchbruch gemacht. Dann besteht das Wohnzimmer nämlich nicht nur aus diesem Raum, sondern auch aus dem Raum dahinter, was früher mal die Küche war. Der Durchbruch muss, wie man sieht, noch gemacht werden. Ja, so schaut es aktuell hier aus. Also zum zweiten Teil unseres Wohnzimmers. Da haben wir hier, wenn man reinkommt, gleich mal noch so eine kleine Abstellnische. Da sah es vor ein paar Tagen noch besser aus, bis da wieder so provisorisch Strom verlegt wurde. Ja, hatte ich eigentlich mal komplett aufgeräumt. Hier gleich am Eingang liegen noch jede Menge Sachen, die ich loswerden möchte. Die müssen aber irgendwie zum Sondermüll, weil man den nicht so wegwerfen kann. Und ja, hier ist momentan auch eher so ein Abstellraum. Hier liegt auch Wärmedämmung rum. Da stehen immer noch die Boxen von der Hochzeit. Und ja, hier, wie man sieht, war früher die Küche. Hier sind die Heizungsrohre auch noch sichtbar. Heizung hängt provisorisch vorerst mal. Wenn jetzt wieder der Winter kommt in ein paar Monaten. Und da in der Kiste steht unser wunderschöner Smack-Kühlschrank, den wir leider immer noch nicht in der Küche stehen haben, weil Maris meinte, wir stellen den erst hin, wenn die Küche auch fertig ist. Und jetzt steht der bereits seit, ja, fast 2 Jahren da. Ich glaube, es sind mittlerweile 2 Jahre. Und er ist immer noch nicht in Benutzung. Aber naja. Hier sieht man nochmal, wo der Durchbruch hinkommt, wo man dann
später irgendwann mal so einen Raum draus macht. Hier ist übrigens auch noch so eine zweite Holzdecke drin. Die kommt wohl auch raus, weil das wieder ein gutes Stück an Höhe nimmt. Also so 4-5 cm sind das bestimmt. Und die Decken hier sind schon nicht so hoch. Und kommen wir zum nächsten Chaosraum. Nämlich unserer Waschküche und später mal Waschküche und WC. Also das WC steht hier. Hier lassen wir die Gäste aber meistens nicht rein, außer wir kennen die sehr gut und die wissen halt, wie es hier ist. Später soll dann mal der Teil Gäste-WC bleiben. Und die andere Ecke des Raumes soll Waschküche werden. Und das werden wir dann noch mit so einer ganz dünnen Mauer irgendwie trennen, damit Gäste nicht immer auch gleich die Waschküche sehen, wenn sie aufs Klo müssen. Ja, hier ist dann auch so ein bisschen Ablageraum. Da steht noch unser Klavier. Da ist ein Schrank mit Ordnern drin. Hier sind ein Teil meiner Bücher drin. Da liegen noch Rucksäcke rum und alles Mögliche. Und auch hier kommt die Decke raus, also die zweite Decke. Und da sieht man wieder, was man an Höhe gewinnt. Auch wieder so, glaube ich, 4-5 cm. Aber guckt euch einfach mal an, wie dick die Wände hier sind. Das waren nämlich früher Außenmauern und der Teil hier, genauso wie das Badezimmer hier drüber, wurden dann irgendwann mal später angebaut. Es schaut zwar momentan nicht so aus, aber nach den zwei Zimmern, die oben noch nicht fertig sind, ist das hier das nächste Projekt. Yay. Hier auch wieder recht dunkel. Geht's nach oben. Garderobe. Und hier so ein, der ist gerade nicht komplett, aber so ein kabelloser Staubsauger ist echt Gold wert. Na, möchte da jemand gestreichelt werden? Hm? Hm? Ninu. So, gehen wir mal wieder hier weiter. Hier habe ich dann auch einfach mal ganz absichtlich nicht aufgeräumt. Nämlich waren wir gerade dabei, die ganze Wäsche zu sortieren und zu falten. Und ja, da hinten auf dem Hocker ist mein ganzes Yoga-Zeugs. Und der Raum war definitiv im letzten Video noch nicht fertig. Zu diesem Anbau-IKEA-Teil gibt es ein separates Video. Das kann ich euch da oben verlinken. Das ist ein alter Schrank, der noch hier stand. Und hier ist ein alter, der ist nicht doch gleich, Pax, ja, Pax, eine Arbeitskollegin. Wir haben da quasi nur noch die Türen dazu gekauft, weil mein Mann keinen offenen Schrank haben wollte, was ich sehr gut verstehe bei dem ganzen Hundehaar und allem. Und ja, das sind etwas dünnere Mauern. Das ist nämlich der Teil, der im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Und so schaut der Raum aktuell inklusive Chaos aus. So ein Bügelbrett an der Wand kann ich übrigens nur jedem empfehlen. Ist sehr, sehr praktisch. Seitdem bügele ich überhaupt wieder. Ich habe das vorher immer, das hat mich immer zu viel genervt, immer dieses Bügelbrett wieder aus der unteren Etage holen und dann wieder aufklappen und wieder zusammenklappen. Und hier, ich führe euch das einfach jetzt mal vor. Es geht einfach so einfach. Einmal so, einmal ein Holzteil runterdrücken. Und fertig haben wir das Brett. Gleich mit dem Bügeleisen dazu. Ist echt super praktisch. Dieser schöne Tisch hier stand übrigens auch hier im Haus rum. Der geht gerade bei dem ganzen Kram etwas unter. Hier habe ich noch so einen kleinen Wandteppich. Und kommen wir in unser Bad. Hier hat sich wirklich nicht viel verändert. Ich glaube,
bis auf die Pflanzen und eventuell die neuen Fenster. Sollte das eigentlich nur gleich sein wie beim letzten Mal. Aber ich weiß nicht, wie lange es her ist, dass ich die Türen da ausgewechselt habe. Naja, aber ansonsten ist hier nicht viel passiert und leider steht das Bad auch auf letzter Stelle von allem, was noch so an Räumen gemacht werden muss. Der Plan ist es jedenfalls später mal ganz hinten in der Ecke eine Badewanne zu haben, davor eine offene Dusche und dann eventuell hier das Waschbecken. Das stört aber ein bisschen, dass man dann keinen Spiegel vor sich hat. Oder einfach halt das Waschbecken hier hin und das Klo nach da. Oder halt andersrum, wie auch immer. Wir müssen dann halt nur gucken, wie das mit Schränken und so ist, weil so ein bisschen Schrank im Badezimmer braucht man doch irgendwie, oder? Trotz eher minimalistischer Anzahl an Badeutensilien. Ja, so viel zum Bad. Und kommen wir zu meinem persönlichen Lieblingsraum, nämlich unserem Schlafzimmer. Und das habe ich euch, glaube ich, so fertig noch gar nicht gefilmt. Hier ist natürlich auch, weil wir halt quasi hier und in der Küche leben, etwas Chaos. Wie ihr seht, das Laptop steht auf dem Bett. Da hinten auf dem Fensterbrett ist wieder alles voll mit Büchern und Co. Aber, naja. Ich denke, dafür, dass wir nur zwei Räume wirklich zum Leben haben, sieht es noch gar nicht so schlimm aus. Das hier ist ein Einbauschrank, da fragen immer viele danach, ob das einfach nur so ein Fake ist oder tatsächlich ein Einbauschrank. Aber wenn ihr unsere Schlafzimmer-Challenge mitverfolgt habt, dann habt ihr gesehen, wie die Nische da vorher ausgeschaut hat. Und der Schrank stand einfach noch auf dem Dachboden rum. Diese coole Lampe da oben ist selbst gemacht. Einfach aus einem Stück Holz, einer Glühbirne, einem Gewinde und halt einem Kabel aus Jute. Da hängt auch noch mein Hochzeitskleid. Hier mein Schaukelstuhl, den ich leider nicht so sehr benutze, wie ich das eigentlich wollte. Gitarre. Hier hängt eigentlich ein Makramee. Das ist wegen der Hochzeit aber auch noch immer nicht zurück. So eine ähnliche Holzkonstruktion hatte ich auf einem Bild auf Pinterest gesehen. Und einfach so aus Jux habe ich zu Marius gesagt, sowas möchte ich auch haben. Und er hat dann tatsächlich geantwortet, dass das machbar sei. Und für mich ist das jetzt wirklich so ein kleines Highlight vom Zimmer. Für viele ist es der Einbauschrank. Ich mag das noch mehr, weil das wirklich selbst gemacht ist. Genauso wie unsere Nachttischbretter hier habe ich auch komplett selbst gemacht. Ja, das hat vor allem, habe ich geschliffen und angestrichen, aber das alles so ausschneiden, sägen und hinstellen hat Marius zusammen mit seinem Vater gemacht. Und was könnte hier besser zur Deko sein als schöne Hängepflanzen? Die machen, finde ich, auch total viel her. Hier nochmal das Brett so im Detail. Das ist auch aus Holz, das wir noch hier rumliegen hatten. Was ich euch auch natürlich noch unbedingt zeigen muss, ist das Teil hier. Damit geht nämlich unser Licht aus. Und das hing bereits dort und wir sagten, okay, da unser Bett eh in die Ecke oder in den Teil des Raumes kommt, können wir das nicht wegmachen. Falls euch eine etwas detailliertere Roomtour zum Schlafzimmer interessiert, kann ich euch die natürlich auch gerne mal abdrehen. Dafür könnt ihr einfach hier abstimmen, ob ihr das wollt oder nicht. Da kann ich euch dann auch erzählen, gegebenenfalls von wo ich was habe und aus was ich was gemacht habe und alles Mögliche. Da ja, können wir dann gucken,
Wenn der Raum irgendwann mal komplett aufgeräumt ist, werden wir das, glaube ich, eher machen. Natürlich nur, wenn Interesse besteht. Nach oben gehen wir, glaube ich, auch dieses Mal nicht. Das habe ich euch in Zwischenupdates gezeigt, wie es da oben ausschaut. Momentan ist der Weg eher versperrt. Und es lohnt sich auch nicht. Und das Licht geht uns auch gleich auf. Deshalb gehen wir jetzt noch in die letzten zwei Räume. Nämlich haben wir hier... Ich schließe mal die Tür mittlerweile. So einen Zwischenflur. Da haben wir also jetzt getrennte Zimmer draus gemacht, weil früher musste man dann immer durch diesen Raum gehen, um in den anderen zu kommen. Und das hat mir einfach überhaupt nicht gefallen. Und ich bin jetzt mit der Lösung, die wir dafür haben, sehr, sehr zufrieden. Hier wird vorerst Gästezimmer kommen. Das wird aber dann eventuell irgendwann mal ein Kinderzimmer. Ja. Und das ist der Raum, der momentan mit dem Büro nebenan Priorität hat. Also Priorität, das sind die Räume, an denen wir gerade am meisten werkeln. Hierzu gibt es auch wieder ein ganzes Video zu den beiden Räumen. Ich glaube, da war noch nicht alles ganz so fertig wie jetzt, aber ja. Hier sieht man immer noch die Stromkabel. Die müssen noch komplett zugemacht werden. Da oben muss überall noch verputzt werden. Heizungsrohre müssen komplett verputzt werden. Genau wie hier überall. Die Fenster müssen noch ausgetauscht werden. Das sind leider noch die alten Fenster. Die Decke muss noch fertig verkleidet werden. Es ist noch genügend zu tun hier. Aber wir denken, dass wir so in 2-3 Monaten damit fertig sein werden. Oder wir hoffen es zumindest. Der Türrahmen hier soll übrigens drin bleiben. Der wird natürlich noch geschliffen und geölt. Und in diesen Raum soll dann auch irgendwann mal eine Schiebetür kommen. So, im Raum nebenan haben wir leider noch keinen Strom und deshalb auch kein Licht. Ich probiere mal, ob das mit der anderen Lampe geht, ob die bis hierhin reicht oder nicht. Film müsste es reichen. Wie gesagt, hier kommt das Büro hin. Hier muss auch noch Fenster ausgetauscht werden. Und. Alles wie im Raum nebendran. Nur, dass hier der Boden bleibt. Hier unter diesem Kork liegt nämlich Holzboden. Und den wollte ich unbedingt drin behalten. Das knackt zwar teilweise total und das hört man dann auch in der Küche, aber ich glaube, dass das Büro eh kein Raum wird, in dem ständig irgendwelche Menschen hin und her laufen. Von daher war das für mich annehmbar. Hier bleibt auch wieder ein Teil Mauer sichtbar. Und das Highlight ist, dass hier nach oben hin offen bleibt. Hier liegen gerade USB-Platten drauf. Die kommen natürlich weg. Aber da sieht man es gut am Fenster. Sieht man bis oben hin auf den Dachboden. Ja, das bleibt offen. Und ja, das ist so unsere momentane Bürosituation. Sehr schön, ne? Aber im Vergleich zum letzten Mal, ich glaube, im letzten Video war hier noch unser Schlafzimmer. Also hat sich schon recht viel getan. Stimmt, da stand immer unser Bett. Und zu Anfang stand das noch woanders, oder? Ich glaube, da stand das an der Wand. Oh ja, dann, ja, ist doch schon wirklich viel passiert hier. Hier ist auch total witzig, weil wir haben größtenteils so Naturstein, aber auch so Mauerwerk. Wie nennt man die denn? Tonziegel, glaube ich, genau.
so ein schöner Mix. Ja. Das war's von der Haustour. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Sie ist bestimmt ein bisschen länger als die anderen, aber ich denke, so mit diesem Weitwinkelobjektiv war das schon irgendwie übersichtlicher, weil vorher fand ich immer, dass man den Raum nicht so richtig wahrnehmen konnte. Ich denke, das ist jetzt besser. Und ja, wenn das Video euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr solcher Renovier-Videos sehen wollt, ich mache natürlich nicht nur Renovier, auch so ein bisschen Art Journaling und so weiter, aber größtenteils geht es momentan ums Renovieren, dann lasst mir gerne ein Abo da und bevor mein Akku sich verabschiedet, mache ich das jetzt. Ciao ihr Lieben und bis zum nächsten Video.